Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, wir missbrauchen aktuell gerade mal wieder einen Campingplatz als Stellplatz. Aber ein richtig cooler Platz. Und diesmal wirklich ein richtig cooler Platz. Nicht wie vor ein paar Folgen, wo wir drauf reingefahren sind, sondern wir haben einen tollen Campingplatz in Dänemark gefunden, den wir nicht kannten bisher. Hat ein paar sehr besondere Ausstattungsmerkmale, wa? Und gefällt uns unheimlich gut, die ganze Ecke hier. Was uns noch nicht gefällt, weil wir es noch gar nicht kennen, ist die Innenstadt. Richtig, und da fahren wir jetzt hin. Genau, die gucken wir uns jetzt zusammen an. Shopping. Gucken wir uns jetzt zusammen an. Wir sind hier nämlich in Blavant. Und anschließend zeigen wir euch dann den Campingplatz hier von Blavant. Und der ist, also das ist ein echter Knaller. Da sage ich wirklich nicht zu viel. Aber lasst euch überraschen, wir machen uns jetzt erstmal in die Innenstadt. Und das per Scooter. So einen halben Kilometer, glaube ich, ist das schon, ne? Ja, die Kräfte sparen wir uns lieber fürs Shoppen. Wo du hin willst. So, ab hier Mitte, ich muss noch abschließen. Wir sind am Anfang der Stadt angekommen. Und zwar beginnt das hier mit einem schönen großen Nettomarkt. Kommen tut ihr aus dieser Richtung. Auch wenn da zwischendurch ein Kreisverkehr kommt, lasst euch nicht irritieren, ihr fahrt immer geradeaus. Und zu unserer Ehrenrettung, also das sind nicht 500 Meter, das sind gut anderthalb Kilometer, würde ich mal sagen. Ja. Vielleicht schon eher so Richtung 2. Also schon ein ordentliches Stückchen, meine, kann man zu Fuß gehen, gar keine Frage. Aber mit E-Scooter ist auch nicht schlimm. So, und wir werden jetzt mal, was zeigst du? In 1 Kilometer kannst du den Zoo besuchen. Ja, Zoo gibt es ja auch. Ansonsten seht ihr, Havidbjerg, ne? Havidbjerg Strand, denn der Campingplatz liegt auch direkt am Strand. Das ist also die Richtung, in die ihr euch dann begebt. Ja, direkt gegenüber ist ein Drachenshop und ja, da bin ich ja doch mal neugierig. So ein bisschen habe ich es ja doch mit den Drachen. Mal gucken, was der so anzubieten. Dann marschieren wir doch mal da rein. Soll ich das mal an? Ja gut, ein Ruderboot mit Paddeln. Aber das lassen wir dann mal gelten. Fahrradfahrer sieht aber auch cool aus. Ja, da stehen wir mal rein, was da noch so für Überraschungen gibt. Ja, schön. Ich muss jetzt ein bisschen die Musik überquatschen, sonst kriegen wir gleich ein Problem. Aber ihr seht, eine ganze Menge Lenkdrachen, einfache Drachen, was für Wassersportler. Ja, schon ganz interessant. Hier geht es dann weiter in den Ort rein. Sieht ja schon mal erstmal sehr nett und einladend aus. Dann sind wir doch mal sehr gespannt, was uns hier erwartet. Wachslampen. Okay. Oh, guck mal, da können wir uns eine Maria kaufen. Kennst du den da? Interessant. Ja. Vielleicht sollen wir uns auch irgendwas einfallen lassen. Schöne Gasthaus, wahrscheinlich auch so wie es aussieht, mit Hotelanlage dabei. Und hier wunderschönes altes Haus. Sieht sehr interessant aus. Ja, ganz interessant. Ich halte das mal wenig, während ich es sage, auf den Text. Dann kann ja einer meinetwegen Stopp drücken und den komplett lesen. Ich lese nur mal den Anfang. Das Esemädchen von Blavant. Die Esemädchen gingen bei Ebbe ans Ufer, um nach Wattwürmern zu graben, die sie dann auf die Angelhaken der Fischer setzten. Das nannte man Ese. Ein fleißiges Esemädchen schaffte es an einem Tag, mehrere hundert Haken, die an die Schnüren saßen, mit Würmern zu bestücken und in
6 Kisten für die Fischer bereitzustellen. Jede Gemeinschaft von 6 bis 8 Fischern hatte ein Eselmädchen angestellt. Und so weiter und so fort. Ja, interessant zu wissen. Und dann ist das wohl ein Denkmal für eins der Eselmädchen. Direkt hinter dem Haus auch nochmal eine schöne Möglichkeit, direkt zu picknicken. Schöne alte Kirche. Aber wir machen weiter in dieser Richtung. Im Übrigen für Leute, die ein Haus gemietet haben. Sonne und Strand zur Schlüsselabholung. Auch direkt hier vorne am Ortseingang. Interessant ist, was hier ja auch interessant ist, wenn ihr mal guckt, hier diese Leuchttürme. Für jede Laterne haben wir so einen Leuchtturm gebaut. Ist das nicht genial? Finde ich super. Wenn man dann auch gleich eine größere Bäckerei anfängt. Das heißt, wer die Brötchen vom Campingplatz aus irgendeinem Grunde irgendwann nicht mehr möchte, der ist hier gut beraten anscheinend. So, hier geht es dann, glaube ich, richtig los. Ne? Hier kommen dann Schlag auf Schlag die Geschäfte. Und hier ist auch eine Menge Volk unterwegs. Da unten seht ihr übrigens unter diesem Nübolig-Schild, dass es hier auch einen Schlachter gibt. Und der Schlachter ist unweit vom Bäcker. So wie das früher immer war und wie sich dann auch gehört, ist doch auch total logisch. Wie will man sich denn sonst ein anständiges Mettbrötchen basteln? Ja. Was hast du gefunden? Sieht auch gut aus, ja. Hast du unsere Kollektion im Bad? Ja, das stimmt. Wer statt einem Mettbrötchen lieber einen Fischburger braucht, ist hier anscheinend richtig beraten. Räucherei, Fischboutique, Fiskeboutique. Okay. Und da auch nochmal Spielwaren, ähnlicher Kleinkram, Drachen, Kescher. Uiuiui, Moment, ich hebe euch mal hoch. Ach du dickes Ei. Da ist auch mal richtig was los. Ja, ich muss schon wieder links abbiegen. Lego, Westwind, da möchte Maria jetzt rein. Daneben eine Pizzeria. Aber wir zeigen euch nachher auch noch eine Pizzeria direkt bei unserem Platz. Angeblich soll die der absolute Knaller sein. Wir haben da gestern mal eine Pizza gegessen und einen Salat. War ganz schön. Ich sag mal, jetzt nicht, dass ich auf die Knie fallen müsste, aber war okay. Ja, die Kleine sucht nach Lego. Ja, du guckst immer noch nach Harry Potter, ich weiß es. Kommentiere das auch gar nicht weiter. Junge, 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 da biegt man um die Ecke und denkt nichts Böses. Der Laden ist ja viel, viel größer, als man denkt. Vorne Spielwaren, hinten Haushaltswaren, aber ohne Ende. Cool. Ich habe ja verstanden, wie das läuft. Da vorne in den Toys-Spielzeugladen geht ihr rein. Und dann gehört das gesamte Gebäudekomplex dazu. Und den habe ich vorhin übersehen, weil er im toten Winkel lag. Da kommt er wieder raus. Knaller. Jetzt platziert haben, bekommt man Hot Dogs und Eis. Ja, lasst mal den Blick schweifen. Hier legen wir jetzt eine kurze Rast ein. Dann marschieren wir mal da drüben rein. Da scheint auch noch mal so ein Krimskrams- und Nippesladen zu sein. Auch immer interessant zu gucken. Und dann scheint sich die Stadt schon noch ein ganzes Stück hier hochzuziehen. Mal sehen, wie viel wir uns davon noch gemeinsam angucken. Denn der Platz bietet so unheimlich viel, was wir euch noch zeigen müssen. Und ich glaube, sonst wird das Video ein bisschen lang. Ja, wie ihr seht, ziehen sich hier die Klamotten- und Andenkenläden noch ein ganz ordentliches Stück die Straße hoch. Gibt also eine Menge zu gucken. Bin also interessiert, ihr solltet vielleicht dann doch einfach selber anreisen. Für alle anderen wird das jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel Shopping. Shopping-Bummel, Heuwegöldchen, jetzt haben wir es. So, insofern würde ich sagen, Thema Ortsbesichtigung schließen wir an der Stelle mal ab. Wir sehen uns dann gleich wieder am Campingplatz. Und da kann ich jetzt schon versprechen, der hat ein paar Dinge, die findest du auf keinen Fall auf jedem Platz. Wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir erstmal Siesta gehalten.
Die Sonne ist nämlich ein bisschen runter. Kommt schon mal vor. Ja, ja. Nein, aber die Sonne war auch echt heftig. Also die stand einem wirklich so auf dem Kopf, dass wir uns entschlossen haben, unsere Runde lieber etwas später zu drehen. Aber natürlich gibt es die versprochene Runde jetzt über den Platz. So, wo sind wir jetzt hier genau? Wir sind jetzt hier Havidjeberg-Strand. Superior Camping und Resort. Jawohl. Ganze gehört, wenn ich das richtig sortiert habe, aber alles hier immer noch nach Blavant. Und der Platz ist... Was? 6 Sterne. Ja, ob das Ding hier wirklich 6 Sterne hat. Ja, drüber gemalt haben sie die. Es ist auch ein super Platz. Ob 6 Sterne sind, sei mal dahingestellt. Aber nichtsdestotrotz, also Bombenplatz. Ich fange mal einfach an zu erklären, was ihr so seht. Das geht also hier damit los, dass man hier frisches Brot, belegtes Eiscreme und natürlich auch Fish and Chips kriegen kann. Rechts daneben, wo die Leute gerade rauskommen, ist ein sehr, sehr gut sortierter Laden. Groß auch, wirklich mit allem, was man so gebrauchen kann. Auch lange auf, ich glaube bis, was hast du gesagt, Schatz, 22 Uhr? Ja. Der Lebensmittelladen, ja. Ne? Also selbst wenn ihr euch dann einfällt, ups, so wie uns, wir haben die Tomaten vergessen, bis 22 Uhr super sortiert. Ja, Eingang, tolle, große, viele Spuren für das Auschecken. Ja, seht ihr das leider nicht mehr ganz so gut. Da hinten gibt es Spuren auch dann rechts vom Gebäude zum Einchecken. Über dem Schild an der Wand seht ihr schon Badeland. In diesem Gebäude hier auf der Ecke ist die Rezeption und eben auch das Badeland. Und wenn ich hier Badeland sage, dann muss ich sagen, für dänische Verhältnisse hat das wirklich auch dann den Namen Badeland verdient. Also mehrere größere Becken, mehrere Rutschen, Whirlpool, wirklich ausreichende Menge an Stühlen und Liegen. Also wir haben bis jetzt immer irgendwie eine Liege und einen Platz gekriegt, wenn wir da drin waren. Das ist richtig klasse gemacht. So, ich drehe mich mal wieder rüber. In dem Bereich, wo ihr jetzt hinguckt, oben drüber, dieser Spitzdachbereich, wo auch dieses Surfbrett hängt, wenn man das erkennen kann, da ist dann der Wellnessbereich, denn hier gibt es also auch irgendwie mehrere Saunen, Dampfsauna, alles Mögliche. Ja, das ist aber dahinter, ne? Ja, ja. Und im Gegensatz allerdings zu dem normalen Schwimmbad, was also für 3 Stunden pro Tag bei Erwachsenen und für Kinder durchgehend beinhaltet ist, muss man also dann hier für den Wellnessbereich, ich glaube, 100 Kronen Aufschlag zahlen, wenn man da rein will. Normalerweise, wenn man nur in den Wellnessbereich will, 300. Also auch das muss ich sagen, fairer Benefit für Leute, die hier auf dem Platz sind. Unter diesem Spitzendach seht ihr dann das Restaurant. Da ist auch dann die große Außenterrasse. Die zieht sich also bis da vorne zu diesem gelben Haus. Das Gebäude rechts vor, also das vor dem gelben Haus, ist die Pizzeria. Kommen wir gleich auch noch dran vorbei, seht ihr dann noch etwas genauer. Denn unser Plan ist jetzt eigentlich mal eben über diesen Huppel da zu fahren. Denn direkt hinter dem Huppel ist der Strand. Den solltet ihr auch gesehen haben. Hüppel überwunden. Hier seht ihr noch ein Restaurant. Gehört übrigens, soweit wir das gehört haben, auch mit zu der ganzen Hotellerie, die ich gerade erklärt habe. Ja, ihr habt eine Menge Parkmöglichkeiten. Auch hier rechter Hand nochmal. Und dann geht es hier jetzt schon strack hoch zum Strand. Da marschieren wir jetzt mal hin. Das sind die Hotels von dem Ja. Die Hotelzimmer von dem Campingplatz. Die haben auch Hotelzimmer. Ja, zeige ich sofort. Aber ich wollte euch erst eben den Blick hier übers Meer gönnen. Da hinten seht ihr den Leuchtturm. Da die Fahne, das ist schon wieder der Eingang zum Campingplatz. Ja, und hier dann die Möglichkeit, Hotelzimmer zu buchen. Gehört auch noch zum Campingplatz. Die haben sich hier cool organisiert, muss man ja schon sagen. Die haben den Zipfel hier fest im Griff. Ja, also jetzt zurück vom Strand zum Platz.
Also ihr seht hier nochmal im Schnelldurchlauf Pizzeria, Restaurant. Haupteingang mit Fisch und Chips, Einkaufsladen. Rezeption. Wartebereich für Check-in. Dann hier die allgemeine Zufahrtsschranke, wenn ihr Check-in gemacht habt. Reihe 1, Platz 24, Kuschelkasten. Dann hier schöne Schilder. Wenn man hier also jetzt entlang fährt, Westernhäuser und Fischerhäuser. Dann lasst euch mal überraschen, was das bedeutet. Ich habe ja gesagt, oder besser gesagt, wir haben ja gesagt, es gibt hier das ein oder andere, was ihr sonst nicht so ohne weiteres findet. Kann das ja schon mal spoilern auf dem Weg in die Richtung. Es gibt hier also auf dem Gelände einen Angelsee und der Angelsee ist über einen Preis. Man darf zwar pro Familie und Tag nur einen Fisch mitnehmen, aber das ist doch schon mal was, wo man echt nicht meckern kann. Wer bietet einem das schon sonst? Und geht ja auch gar nicht darum, einen Tonnen Fisch mitzuschleppen, sondern mehr um den Spaß an der Freude. Und wenn der Sohn mit dem Papa an der Stelle mal angeln kann, das ist doch eine feine Sache. So, hier ist übrigens schon eines der Sozialräume. Auch die wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und alles immer picobello sauber. Ich habe sie sehr wenig genutzt, aber Maria war sehr regelmäßig und hat mir also gesagt, sie hat es nicht einmal gehabt, dass irgendwas schmutzig gewesen wäre. Und das ist ja schon wirklich erstaunlich. Zeichen dafür, dass die Putzfrequenz hier sehr hoch sein muss. So, hier links seht ihr dann die Luxusplätze. Sehr groß. Eigener Wasseranschluss, eigene Entsorgung, eigenes Badezimmer. Das ist schon Edelcamping. Aber wer sich das gönnen mag, warum nicht? Hier wieder riesige Plätze. Und hier setzt man dann noch sogar einen oben drauf. Kann ich jetzt nicht so hinfilmen. Aber hier hat dann jeder Platz auch noch einen eigenen Whirlpool, wenn man mal da hinguckt. Ja, das ist ein Knaller, oder? Also, eigene Spülstelle, eigener Whirlpool. Plätze oder Platz und Bereich groß genug für zwei Campingwagen, die sind auch erlaubt auf diesem Platz. Ja, mehr geht dann nicht mehr und daher kommen dann wohl auch die 6 Sterne, die Maria vorhin erwähnt hat. So, hier haben wir die Entsorgung. Ja, sie machen wir sofort. Hier ist die Entsorgung. Alles da, was man gebrauchen kann. Großer Radius. Sogar ein Camper-Clean vorhanden. Also da Chemietoilette. Also hier werdet ihr wirklich alles los und habt ausreichend Platz auch für große Mobile. So. Dann
geht's hier weiter. Schöne Häuschen, Wasserhäuschen, die man anmieten kann. Sehen nett aus, haben auch alle ein bisschen Wasser eben unter sich, neben sich. Was das allerdings dann mückentechnisch bedeutet, kann ich euch auch nicht sagen. Das müsst ihr selber rausfinden. Also wir haben in diesem Jahr überhaupt keine Probleme gehabt mit Mücken. Nicht einen Mückenstich, beide nicht. Auch Wespen, überhaupt kein Thema hier. Zu Hause hatten wir da eine Menge Ärger mit, hier gar nicht, erstaunlicherweise. So, und jetzt kommen wir schon zum Angelsee. Ja, Knaller, oder? Viele Bänke drumherum, wo man sich abends hinsetzen kann. Döschen Bier oder Gläschen Wein, Angelrute dabei. Für Leute, die Interesse an Angel haben. Coole Angelegenheit. Ja, jetzt kommt die nächste interessante Angelegenheit. Und da müsst ihr dann aber ein bisschen gucken, dass eure Kinder nicht mitgucken. Denn sonst ist sicher klar, wo der nächste Urlaub hingeht. Da seid ihr dann nicht mehr so richtig frei in euren Entscheidungsmöglichkeiten. Wird jeden Moment klar, wovon ich gesprochen habe. Die haben mir doch knüppelhart ein Westerndorf hingepflanzt. Jetzt guckt euch das mal an. Also das ist schon für jemanden, der mit Kindern unterwegs ist, die kriegst du ja wahrscheinlich den ganzen Tag nicht mehr zu sehen. Mit Goldschürfen, mit allem drum und dran. Hier ist aber nichts los, also die können sich hier nur frei tummeln, spielen und Spaß haben. Wir steigen mal eben hier die Treppe hoch. Dann werdet ihr euch mal klar darüber, welche Dimensionen das hier alles hat. Denn auch hier in dem Bereich kann man Häuser mieten. Ja, und dann seid ihr im Wilden Westen. Stark, oder? Das haben sie schon wirklich cool gemacht. Aber wenn der Teller nicht leer ist, kommt der Mater vor. In diesem Play City verbirgt sich dann so ein Spieleparadies für Kinder, ne? Mit Trampolins und allem Getöse ist da drin. Ist alles mit dem Preis. Coole Nummer. Wir haben es nicht genutzt. Sagen also, der Platz wirklich tipptopp. Eine Menge Waschräume hier verteilt auf dem Platz. Sehr guten Zustand, immer picobello sauber und ist auf jeden Fall eine Tour wert, müsst ihr euch angucken. Die letzte Attraktion des Platzes habe ich noch vergessen, die Maria. So, bevor wir noch mehr Blödsinn reden. Ihr habt eine Menge gesehen, also wir können das hier empfehlen, uns hat es sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ist ja auch ein kleines bisschen teurer. Du bist hier schon, Moment, jetzt muss ich mal rufen. Maria, was waren das? 70 Euro? Ist unterschiedlich. Hängt auch Saison ab, ich weiß es nicht. Ja, also ich sag mal, hier musst du schon einen Euro hinlegen. Ich weiß nicht, 70 ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ist schon ein bisschen teurer hier. Je nach Platz dann sowieso. Wir haben allerdings einen normalen Standardplatz genommen, mehr brauchen wir nicht.
wie gesagt, wir waren sehr zufrieden. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, Glück auf, euch auch schöne Reisen. Unsere Reise geht jetzt langsam zu Ende. Aber nicht mal 3 Wochen starten wir schon in die nächste Reise. Haben wir ja schon gespoilert, Südspanien wird eine coole Nummer. Die Maria macht jetzt nochmal Winke, Winke. Und damit sind wir raus für dieses Video.